Tagesthema Elektromobilität. Jeden Tag ein Gedanke zur Elektromobilität. Gleich auf dem Kanal von Tesla-Fan. Hier ist wieder Tesla-Fan mit dem Tagesthema zur Elektromobilität. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, würde ich mich drüber freuen, wenn ihr dieses tun würdet. Und wenn euch das Video gefällt, ein Daumen hoch wäre super. Weitere Informationen zu diesem Video findet ihr unten drin, wie auch den Weiterempfehlungslink, Twitter-Account und natürlich ein paar kleine Videos. Was ist heute das Thema? Das Thema ist der Semitruck von Tesla. Und zwar hat er eine Verspätung und kommt erst 2021. Ja, es wird gemunkelt, dass diese Problematik nicht nur an Covid liegt, sondern auch an dem Rechtsstreit mit Nikola, dass die gesagt haben, der Wagen sieht aus wie Nikola. Also wie der Truck von Nikola. Dass man damit durchkommt, ist schon verwunderlich, wenn man sich Handys anguckt, die aussehen wie iPhones oder iPhones, die aussehen wie Samsungs. Wenn man sich ein Audi anschaut und guckt sich ein Opel an oder so etwas, das sieht alles immer ähnlich aus. Und da gibt es an sich keine Rechtsstreitigkeiten oder es wird nicht dafür entschieden, dass das eine Auto nicht so gebaut werden kann. Alleine die ganzen Fahrzeuge, die jetzt so aussehen wie das Model S, auch da gibt es keine Rechtsstreitigkeiten. Deswegen verwundert das mich wirklich, dass da gegen Tesla entschieden worden ist. Aber so ist es nun mal und ich denke, das ist mit ein Grund, dass eben Tesla das verzögert, weil eben doch Modifikationen gemacht werden. Ich denke, das wird auch kein Problem sein, das Fahrzeug insgesamt ein kleines bisschen zu modifizieren, so dass das eine, mehr einen eigenen Look kriegt. Vielleicht kriegt man das sogar noch hin, dass sie ein bisschen ähnlicher sind wie die Personenfahrzeuge. Dieses Fahrzeug hat natürlich eine ganz große Besonderheit. Und zwar ist es so, dass das Fahrzeug zwischen 300 und 500 Meilen weit kommt. 300 und 500 Meilen Reichweite, wenn man das sich jetzt anschaut, also es gibt eine größere Version, eine kleinere Version, die 300 Meilen Reichweite sind 480 Kilometer Reichweite mit so einem Fahrzeug und die 500 Meilen Reichweite ist sogar 800 Kilometer Reichweite. Dann gibt es eine besondere Schnelllademöglichkeit bei dem Fahrzeug und er kann 80.000 Pfund ziehen, was enorm ist. Also schon relativ groß. Und diese Reichweite ist im Gegensatz zu anderen Reichweitentests wirklich sehr nah an der Realität. Da nämlich ein LKW, wenn man ihn jetzt testet, dann testet man ihn in Amerika bei 100 Stundenkilometer. Was die fahren, 110 teilweise, 80 Meilen, 60 Meilen, also je nachdem, wie das ist, fahren die Fahrzeuge zwischen 100 und 120 Stundenkilometer, können diese Fahrzeuge fahren. Und diese Reichweite ist eben mit dieser EPA getestet worden und kommen dann auf diese 300. Das bedeutet auch auf deutschen Straßen, weil die LKWs nicht so wie PKWs natürlich, PKWs fahren eben einfach auch schneller als diese EPA-Reichweite sagt. Aber diese Reichweite ist wirklich das, was diese Fahrzeuge schaffen. Daher sehr beeindruckende Fahrzeuge. Es sind schon unheimlich viele Vorbestellungen. Es ist von Walmart, von Pepsi, FedEx, Anheuser-Busch, ganz, ganz viele Firmen haben dieses Auto oder diesen LKW schon vorbestellt. Und ich bin wirklich gespannt, wenn der auf den Markt kommt. Man wird ganz bestimmt die Produktion stückweise hochfahren. Auch da ist natürlich die Kapazität eine Frage, aber die Nachfrage ist auf jeden Fall da. Das soll es gewesen sein, euer Tesla-Fan.